Wir starten mit dem ersten Fotowerkzeug. Das ist die Windows Live Fotogalerie. Der Download unter dem angegebenen Link bereitet keine Probleme. Wir haben das Ganze auch bei den verschiedenen Betriebssystemen Windows XP, Vista, Windows 7 und in unserem Fall auch Windows 8.1 getestet. Der große Vorteil der Windows Live Fotogalerie, sagt der Name auch schon, ist die nahtlose Integration in unsere gewohnte Windows-Oberfläche. Das heißt, ganz egal, ob ich es hier aus den Apps starte oder hier vom Desktop oder hier aus unserer gewohnten, und das ist ganz wichtig, aus unserer gewohnten Windows Explorer-Anzeige, ich habe immer die gleiche Verwaltungsoberfläche, meine Bilder zu verwalten. Zum ersten Punkt, Bilder verwalten. Ich finde es ganz angenehm, dass es hier die Möglichkeit gibt, aus dem Windows Explorer kann man unterschiedliche Bilder, hier zum Beispiel in der Bilderbibliothek, markieren und mit einem Stichwort hinterlegen. Das mache ich hier am Bildrand und sage, gebe dem Ganzen die Markierung Markus, bestätige es. Und ich kann dann später, wenn ich hier zurückkomme, zum Beispiel im Suchordner nach Markus suchen. Und es werden mir die Bilder mit der Markierung Markus sofort angezeigt. Das heißt, für die Verwaltung ist das ganz sicher angenehm und einfach, dass man nur bestimmte Markierungen für die Fotos hinterlegen kann. Zum Zweiten die Bearbeitung von Bildern. Das heißt, wenn wir das mit der Fotogalerie ein Bild öffnen, kommen wir mit dem Menüpunkt Bearbeiten, Anordnen oder Teilen in die Oberfläche. Wir sehen, die Oberfläche ist sehr aufgeräumt und die Bilder sind entsprechend der Aufnahmezeit, des Aufnahmedatums geordnet. Ich kann, wenn ich jetzt auf ein Bild draufgehe, habe ich die Möglichkeit, in der gewohnten Windows-Oberfläche einige Änderungen am Bild durchzuführen. Weil vielleicht eine ganz wichtige Änderung ist auch das Zuschneiden von Bildern. Wenn wir hier zum Beispiel versuchen, nur einen Bildausschnitt exportieren zu möchten, dann können wir das hier so machen, indem wir das Bild beliebig zuschneiden und mit der Enter-Taste bestätigen. Sie sehen, es ist relativ einfach, das zuzuschneiden und es gibt auch sehr einfache Mittel, die Farbe oder auch andere Komponenten des Bildes zu verändern. Nun zum dritten Punkt, das Exportieren. Die Windows Live Fotogalerie bietet die Möglichkeit, zum einen, und das ist im Gegensatz zu den anderen Tools sehr angenehm, direkt das Bild in gewisse soziale Medien zu exportieren, hier zum Beispiel den Online-Speicherdienst SkyDrive oder direkt auf Facebook zu laden. Ich habe aber auch die Möglichkeit, eine Exportfunktion für ein E-Mail zu verwenden. Das heißt, wenn ich auf E-Mail klicke, dann kann ich auswählen, welche Größe das Bild im Anhang haben sollte. Das heißt, mache ich einmal ganz ein kleines Bild und ich sage, das E-Mail soll angehängt werden und dann habe ich in diesem Fall öffnet sich auch das Bild und hat nur eine sehr kleine Speicherkapazität. Kurzum, das kostenlose Programm ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn Sie kein neues Programm, keine neue Oberfläche in Anbetracht des Betriebssystems neu lernen möchten. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der Verwendung.